Gut, und da sind wir wieder. Ah, ich hoffe, ich werde in diesem Sublevel nicht zu viel Zeit verbringen. Denn was gibt es Schlimmeres für meine kleinen Freunde als elektrischen Strom? Beziehungsweise als Strom. Was gibt es noch für Strom? Nicht elektrischen Strom? Strom aus Bäumen? Strom aus... keine Ahnung. Äpfeln? Nein, das gibt es nicht. Also, ja, gut. Zwei verloren, was soll's. Ich hab Plus gemacht. So. Schauen wir mal. Dass die Wege sich immer verändern, ist ja an sich ganz gut. Okay, da hinten ist schon mal nichts von Interesse. Dann kann man nicht resetten und alles so total toll vorplanen. Aber das Schlechte daran ist, dann kann man nicht resetten und alles total toll vorplanen. Nicht wahr? Nicht wahr? Okay. So, da hinten die Käfer gefallen mir schon mal überhaupt nicht. Gut, das ist geschafft. Vor allen Dingen Strom. Strom. Was müssen meine kleinen Freunde nicht alles aushalten? Ich meine Feuer und Gift und was weiß ich alles. Alles in Ordnung. Aber Strom? Nein. Strom ist böse. Sie werden weggepustet und aufgegessen. Das ist so schlimm. Na gut, die hier können wenigstens nicht ertrinken. Ah, oh, die Pumpen machen ganz gut Schaden. Zack. Und da hätten wir die Gegner tot und ja, es blinkt, das ist toll. Ah, gut, weitere Käfer. Beziehungsweise hier ist eine Wand, warum ist hier eine Wand? Da ist wieder irgendwas dahinter. Ah, der Ausgang. Das ist interessanterweise von Interesse. Naja, interessanterweise von Interesse. Ich rede, um zu labern. Macht ihr das nicht auch? Na, ich weiß es nicht. So. Hier geht's raus. Aber wir sind leider noch nicht so weit. Ich mache am besten gleich auf. Ach, ich vermisse es, so die schönen Sublevel, wo es nicht darum geht, schnell zu sein. Ach, die Pumpen sind niedlich. Teaser. I don't know, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Da hatte man Zeit. Das war das Schöne an den Sublevel. Man hatte Zeit. Nicht so wie Zeitdruck an der Oberfläche. Aber nein, man muss das natürlich wieder übertragen und hier unten auch Zeitdruck einbauen. Gegen diese blöden Gegner. Uah. Mir graut es immer noch. Ich denke, ich gehe besser da hinten lang. Ja, sieht gut aus. Hier sind irgendwo noch ein paar Freunde. Und das hier sollte ich wohl besser ausschalten. Denn sicher ist sicherer, ne? Oh, war das nicht... Wow. Juhu. Ja, knapp ist knapp. Das war knapp. So, hier hinten müssen wir hier noch lang. Ich glaube es eigentlich nicht, aber ich muss mal schauen. Na, na, na. Und go, go, go. Ah, ich brauche unbedingt wieder Blattpigment. Na! Das ist so schlimm. Die sind sofort tot. Na, toll. Gut, hier kann ich mir wenigstens... Ah, nicht Blattpigment, Blumenpigment. Kann ich mir wenigstens ein paar Blumen holen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht vollkommen unnötigerweise hier diesen Frosch so lange auf meinem Pigment rumhüpfen lasse. Nein. So. Ah! Ja, super. Hallo, der macht mir doch wieder gleich alles kaputt. Okay, Nummer 2 haben wir auch und dann muss ich nur noch Nummer 3 finden. Drei Sachen gibt es hier, glaube ich. Saftige Matratze. So. Alle rein, alle trinken. Und weg. Ganz schnell. Ja, genau. Puste in die andere Richtung. Machst du toll. Okay, die Spinne will ich vermeiden. Hier links. War hier was? Ist hier was? Ist hier irgendwas von Interesse? Nein. Der Strom kann auch da bleiben. Ah, es tut mir leid, dass ich hier so hektisch bin, aber... Ah, ich habe so Angst vor den beschissenen Gegnern. So. 81. Ja, gut. Besser als vorher. Ich glaube, wir wären mit 60 runtergegangen oder so. Ah, okay. Gleich. Spinne. Naja, gut. Es hat ein paar gegrillt, aber... Boah, weniger als sonst. Das war ein richtig guter Versuch. Nein. Wow.
Wenn es Hasslevels gibt, dann ist das hier eins davon. Moment mal, ich war überall. Ist da hinten doch was? Nein, bitte nicht. Oder hier. Ah, hier ist das. Genau bei den Käfern, naja. Ich denke mal nicht, dass die bis dahin kommen mit dem Strom. Ich muss nur aufpassen, wenn unsere kleinen Freunde das alles wegbringen. Ah, was sie alles erleiden müssen. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Käfer verhauen. Ja, mit der Riesenfaust. Gut, alles für den Keks. Alles für den Keks. Uah. Strom für den Keks. Sind die mal fertig? Oh, Spinnchen. Spinnchen, du störst. Du störst einfach nur. Alle weg. Oh, oh, oh! No! Ja. Damit kann ich das ja eigentlich schon vergessen. Ah, wie schnell muss ich da sein? Und der Strom kommt trotzdem. Egal wie tot die Spinne ist. Mal ganz... wo ist das Vieh? Ich meine, dass ich jetzt resetten muss, ist klar, oder? Aber wo ist der Gegner? Hm, okay, er hat eine Runde gedreht. Dämlich. Naja, was jetzt? Gut, resetten wir wieder. Ah, ich freue mich richtig, wenn ich das Sublevel durch habe. Ah, ist das toll. Das wird so schön sein. Ich kann mich im Übrigen gar nicht mehr daran erinnern, dass die versunkene Burg so schlimm war. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da resettet habe. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich irgendwann mal durch einen Stromschutz ziemlich viel verloren habe. Naja. Das ist sehr schade, dass bei Pikmin immer sofort gespeichert wird und dass man dann so viel nachspielen muss, wenn mal was kaputt geht. Das ist nicht schön. Dass einem da einfache Programme wie Audacity so zwischen die Beine fahren und zurückwerfen. Sonst wäre ich da schon durch. Naja. Dann kann ich alles haben. Es soll ja auch eigentlich nicht leicht sein. Sublevel 3, versunkene Burg. Uhuhuhuhu. Was ganz Neues, oder? So, und wieder 85. Quick lebendige Freunde. Hm. Und wieder mal Orientierung. Okay, weiße Blumen. Die weißen Blumen nehme ich vielleicht doch mit. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht brauche ich die irgendwann. Irgendwann kommen bestimmt mal so ganz tolle, Gift. Ja, was war das eigentlich genau? Giftgeysire. Sind die ja eigentlich stromunempfindlich? Ich weiß es gar nicht. Sie sind stromunempfindlich. Warum? Warum vergesse ich sowas? Na gut. Okay. Diesmal mit mehr Einsicht. Oder vielleicht sogar Zweisicht. Okay, gehen wir mal alles schön links ab. Aber ob ich jetzt noch schneller sein werde, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Mal gucken, ich gebe erstmal mein Bestes und vielleicht mache ich mir dann auch einen Plan. Sollte es zu lange dauern, aber ich denke mal, das kriege ich schon hin. So. Was ist denn das hier für ein Labyrinth? Da bin ich schon fast hinten, oder? Na, mal gucken. Ich muss eh überall lang. Nein, nicht so weit weglaufen. Ich sollte mir echt überlegen, hier gleich am Anfang so ein Ei zu holen, damit die Pumpen mal ein bisschen an Geschwindigkeit zulegen. Die sind lahm wie Horst. Sorry, Horst. Du bist lahm. Also zumindest manchmal. Nein, ich meine nicht dich, ich meine den anderen. Warum auch immer ich das sage. Gut, so. Pumpen. Ja, die sind wirklich stark. Stärker als die blauen. Coole Sache. Ist hier hinter irgendwas? Der Ausgang. Okay. Ja, doch. Minimale Wichtigkeit. Wenn ich schnell rausrennen muss. Wenn ich schnell evakuieren muss. So. Zack. Und gleich weitermachen. Irgendwie wollen aber nicht so alle da dran rumexperimentieren. Haut es auf, meine Freunde. Schlag drauf. 95. So. Zack. Schön auseinander. Ah, noch habe ich Käfer. Ich darf nur nicht anfangen, blaue zu werfen. Ja, ab in euer Verderben. Ich brauche euch nicht mehr. Das wird, denke ich mal, nicht passieren. Ich hoffe es einfach. So. Wir können
da. Nein, nein, nein. Fertig machen. Huch, Käfer. Also langsam wird's hier echt voll, muss ich mal sagen. Zack, Käfer getroffen. Na, schaffen sie es in einem... Yo, ah, ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf euch. Wo sind denn die Gegenstände? Ich habe hier alles durchgesucht. Obwohl, nicht alles. Hier gibt es irgendwo noch einen Platz, wo ich nicht gesucht habe. Okay, das ist auch nur ein Weg zum Ende. Anscheinend. Ich nehme einfach mal alle mit und renne mal von der anderen Seite in die Richtung. Vielleicht ist das schlau. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Natürlich werden wir sehen. Hier muss jetzt irgendwas versteckt sein. Komischer Level. Komischer Sublevel. Ich hoffe, das war das Einzige, was ich vergessen habe hier. Nicht, dass es noch viel schlimmere Gegenden gibt. Okay, da hinten ist ein Keks. Keks ist toll. Warum habe ich jetzt nur die Punkte dabei? Hier ist das andere. Okay. Hier fehlt nur noch der Blasebalg-Gegner. Beziehungsweise, ja gut, die Spinnen, das ist logisch. Wo ist der Blasebalg-Gegner? Okay, den habe ich irgendwo übersehen. Naja. Gut, da kümmern wir uns drum, wenn wir müssen. Wir haben noch keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Ah, da hinten. Ist der da hinten? Da schwebt was. Also wenn er wirklich da hinten ist, dann habe ich, glaube ich, eins der leichtesten Varianten gefunden hier. Also dieses Levels, dieses Sublevels. Ich habe es total verkackt, indem ich in die andere Richtung gegangen bin. Oh ja. Passiert. Haha. Du wirst. Okay. Er hat seinen großen Bruder. Nee, seinen genauso großen Bruder mitgenommen. Gut. Warum nicht? Zack. Eine wahre Wurfparty. So, gibt ihr mir jetzt vielleicht irgendwas wenigstens? Oder muss ich ganz ohne hier zurückgehen? Na, schade. So. Jetzt frage ich mich. Hier dürfte doch wieder eine Spinne sein. Das ist doch logisch. Habe ich genug von den Käfern? Ah, ich kann mir gleich noch welche holen. Ja, auch die Punkte sind toll. Okay. Numero uno. Das zweite dürfte auch gleich anfangen. Beziehungsweise mit meinem Gegner dürfte auch gleich hochkommen. Oder runterkommen. Oder was auch immer. Ja, es ist offen. Okay. Nein, nein, nein. Okay, er fällt gerade irgendwo runter. Die Frage ist nur, wo. Ich habe meine Pikmin dabei. Noch geht's. Noch könnte ich es schaffen. Aber ich weiß nicht. Also das Level ist irgendwie... Die Zeit ist so knapp. Wow, wow. Nein, nein, nein. Wow, ich bin nicht schnell genug, um dem auszuweichen und die Spinne zu besiegen. Er ist woanders lang gefahren. Oh, gut, lassen wir ihn fahren. Haha. Boah, Glück gehabt. Aber wenn er mich irgendwann von hinten überrascht, dann bin ich natürlich ziemlich schnell wieder am Reset. Ja, ich hoffe es einfach nicht. Ja. Gut. So, und jetzt mal aufpassen. Aufpassen und bis zum Ende kommen. Und die grausame Musik ignorieren. Die Spinne brauchen wir nicht. Oh, Herzklopfen. Herzklopfen. Und keinen Pikmin zurücklassen. Nach Möglichkeit. Das war noch ein bisschen wenig. Interessant, der plättet die Käfer, glaube ich. Aber irgendwie hat der Käfer ein bisschen Leben verloren. So, nehme ich jetzt Weiße mit oder nicht? Ich nehme einfach mal ein paar Weiße mit. So. Okay. So, die Pikmin jetzt noch mitnehmen wäre, glaube ich, nicht so schlau. Wow, wow, okay. Er ist auf dem Rückweg. Jungs! Nein! Ich sollte doch da rein. Zumindest teilweise. Kann der hier rein? Ich glaube, ich sag jetzt einfach mal nein. Wo sind denn die Blüten? Ja, ach, endlich. Endlich habe ich mal welche getroffen. So, so, so. Ja,
Ah, komm zurück. Schnell, Ulima. Ulima und Boss. Ich gehe jetzt einfach hier links lang. Ich traue dem Braten nicht. Wenn ich die Pikmin hier lasse, dann kommt der garantiert und überrollt alles. Herzklopfen. Geh ich links lang? Geh links lang. Hier. Schnell. Meine Freunde. Oh. Frosch. Nein. Und. Ja. Boah. Okay. Geschafft. Und gar nicht so viel Verlust gemacht. Hui. Das war schwierig. So, Sublevel 4. Ah. Nein! Ah, Gift. Okay, gut, ich habe ein paar Weiße dabei. Okay. Ich mache mal ganz kurz Pause, denn es hat eine Tür geklingelt. Bis gleich, ciao, ciao. Und da bin ich wieder. Immer noch genauso aufgeregt. Okay, aber hey, Gift. Gift, damit kann ich irgendwie... Warum hat er keine... Oh, warum hast du keine Mini-Punkten mitgenommen? Böses Punkten. Ganz böse. Da hinten, da. So wird das gemacht. So, jetzt nehmen wir mal die Punktwind, die sind auch giftunempfindlich. Wir machen da schon mal zu. Naja, ich muss jetzt hier irgendwie durch alles durch. Das erste war Feuer, jetzt haben wir Elektro und Gift, ja. Oh, cool. Käfer. Aha. Oh, okay, den brauchen wir auch. Gut. Das erste Teil haben wir schon mal. Gut, Bomben. Bomben sind natürlich auch super. Ja, und Bombe und Spinne. Bombenspinne ist sogar noch schlimmer. Ganz doof. Okay, also hier unten geht's echt ab. Und dann freue ich mich hier schon auf die nächsten Dungeons, die ich dann nicht mehr kenne. Die ich noch nie reingeschaut habe. Also kennen kann man das hier auch nicht nennen. Ich meine, wow, da ist noch so ein Bombenvieh. Ihr seht, wie ich hier rumrenne. Ist hier was? Ich glaube, das ist hinter der Wand. Denkt man hier hinter der Wand, dürfte das sein? Ja. So, gut, die Punkte können schon mal anfangen zu arbeiten. Aber das dauert wahrscheinlich mit so wenig. Wo ich mich eigentlich eher frage, sollten wir vielleicht in die andere Richtung gehen und die Punkte machen das? Das könnte man auch machen. So, hier ist Wasser. Ich habe jetzt Weiße dabei. Das macht die ganze Sache noch komplizierter. Und ich lasse die Pumpelmami mit Absicht erstmal außen vor, denn eventuell kann ich da nochmal ein paar... Ja, super bumm. Ein paar... Nein! Ja gut, kaum welche gestorben. Ein paar Pikmin wieder zurückkriegen, also oder Pumpel halt. Also, mein Vorrat etwas aufstocken. Okay, die kommen hier gut voran. Ich guck mal in die andere Richtung. Wo war das? War das hier? Ja. Okay, die sind noch nicht ansatzweise fertig. Ja, oh. Super. Sehr arbeitswütig hier. Genau, immer schön auch machen. Super. Das hat doch mal geklappt. Okay. Ich habe immer noch alle dabei, die durchs Wasser... Na, kommt alle schnell mit. Hey, Bomben. Okay, keiner gestorben. So, ihr könnt mal hier weitermachen. Nein, nicht ins Wasser werfen. Zack, perfekt. So, dann gucken wir mal rüber. Ich hoffe, es sind genug, um das zu tragen. Sieht nicht so aus. So, und dann gehen wir mal noch in die letzte Richtung. Ach toll, die noch ganz lang ist. Ah, Ulima ist fertig. Und wie viel brauchen wir? Irgendwie kommt gerade was vom Himmel runter oder so. Was hast du angehört? Eine Batterie. Ich glaube die letzte, ich weiß es nicht mehr. Duracell! Oh, Duracell-Hase. Proton A. Ah. Ne, Proton A. Ah. Oh, was piept hier? Was Beach, ist egal. Gut, hier sind noch ein paar zurückkommen müssen. Ansonsten. Ah, okay, das ist das Zeichen dafür, dass das ausgegraben wird. Okay. Boah, das ist ja mal eine große Dose.
Und tragbar? Nein. Untragbar. Für uns. Für unser Unternehmen ist das nicht tragbar. Einfach vorbei. Ja, einfach ignorieren. So, Oli, mal nehme ich mal mit. Aber irgendwie muss ich den Käfer, glaube ich, doch töten. Zack. Ja, 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 okay. Er ist unten. Okay, das sieht gut aus. Juhu. Sehr schön. Gut. Ja, ja, du bist gestorben. Mach nicht so einen Aufstand. Okay, so. Also, hier haben wir alles. Das ist auch der Ausgang. Das ist schön. Und dann noch die Richtung. Ah, ist das eine schweißtreibende Arbeit. Hier. Super. Bombenspinne. Toll. Die kommen jetzt garantiert auf am laufenden Band. Und ich bin nicht darauf vorbereitet. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Pikmin, alle in die Ecke. Ja. Toll, toll, toll. 130. Was ist das? Offenes Archiv. Was zur Hölle verkaufen die so? Das Beeren? Sind das Bohnen? Ich weiß es nicht. Oh, Pikmin-Mutti hat es erledigt. Gut. Musste ich das nicht machen. Ja, noch so ein Bombenvieh. Oh, es gibt nichts mehr hier. Dann muss ich nur irgendwie meine Pikmin. Da wird's Tote geben. Viele Tote. Och, nö. Auf den letzten Metern. Naja, 60 habe ich noch. Alles zurücklassen und ab nach unten, bevor er wieder da ist. Er, dessen Namen nicht genannt werden darf. Weil ich nicht weiß, wie er heißt. Ich meine, hallo? Komisches Dampfwalzen-Gegner-Ding. Ja, das ist so der Name. Gut, Sublevel 5. Das sieht ja schon wie Ende aus. Nein. 5 Sublevel bloß? Das wäre wenig. Final. Huhu. Oh, das ist gar nicht so schlecht, aber naja, gut, das ist doch irgendwo schlecht. Meine Pikmin sind nicht so viele, wie sie hätten sein sollen. Gut, dass das hier nicht zählt. Das ist nicht schlecht. Nicht aufmachen. So. Warum stehen hier lila Blumen? Ja, das wüsstet ihr gern. Kann ich die hier rein verfüttern? Ich weiß es nicht mehr. Es geht. Gut. Perfekt. Dann spare ich mir Pikmin. Mal ganz davon abgesehen, dass ich eh irgendwann mal lila eine Blümchen brauche. So, hier sind noch mehr Blumen. Macht mal auf. So, und hier hinter geht's raus. Okay, das brauchen wir noch nicht. So, und dann ziehen wir hier mal unsere starken Muskelfreunde raus. Und... Na, wir brauchen noch die letzten Pumpen. Zack. So. 10 Stück haben wir davon, da wir die leider hier unten lassen müssen. Werdet ihr verfüttert. Tut mir leid. Aber, hey, alles fürs Team, oder? Okay. Da ist nämlich Teamgeist. Opferbereitschaft, beziehungsweise, man könnte ja auch sagen, die verwandeln sich ja bloß. Das heißt, die wollen mit hochkommen. Nein! Nein, 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 nein. Böses Käfergedöns. Toll. Ja, das war ja hilfreich. Gut, ich lass mal einen aufmachen. Ich bräuchte gerne noch ein bisschen... Ja, das ist der Stoff. Das ist der Stoff, aus dem die Pikmin-Träume sind, ne? Und... die Lidern sind so langsam. Naja, gut, jetzt sind sie etwas schneller. Zumindest ein paar... Ein paar rosa Blümchen sehe ich da. Okay, jetzt geht's ab. Ich hab Angst. Habt ihr auch Angst? Ja, habt ihr ganz viel Angst? Ja, ich auch. Wie machen wir das? Ja, wie machen wir das? Ich sag mal, hier in die Ecke kommt er nicht rein. Toll. Perfekt, da habe ich mich noch niemals in eine Ecke stellen sehen. So, so. So ist besser. Und ich nehme
meine 10 Freunde mit, die im Übrigen nicht sterben dürfen. Nein, 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 das darf nicht passieren. Hm. Und, wer kommt da? Ja. Ja. Ja, der nicht in dieser Ebene steckt. Ja, wenn er nicht in der Ebene steckt, dann müssen wir ihn halt in unsere Ebene befördern, oder? Ja, und so geht das. Oh, er hat Angst. Er hat Angst vor den Lilan. Oh, ist das putzig. Ja, wie macht man den Gegner kalt? Man, ja, wirft Lilane daneben. Denn normale... Oh, einer ist gestorben. Normalerweise stampfen die ja so. Aber bei ihm, ja, na gut, wird auch ganz schön gestampft. Aber vor allen Dingen bringen sie ihn dazu, sich zu materialisieren. Ich denke, so ist das geplant. Na, da hast du, glaube ich, wieder eins aufgegangen. Man muss gucken, dass man es irgendwie, ja, so wirft, dass möglichst keins zerquetscht wird. Das ist gar nicht so leicht, aber... Ja, es tut mir nur leid, dass ich das nicht blind spielen kann, aber... Soll ich lügen und sagen, ja, oh, was mache ich denn hier? Ja, werde ich mal ein paar lila Pikmin draufwerfen, oder? Nee, nee, nee. So wird das bei mir nicht gemacht. Na, 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 aua. Na, das war knapp. Zack. Ja, nicht getroffen. Komm, einmal noch, einmal noch. Er hat doch nicht mehr viel. Na, na, zack, zack, zack. Boom, boom, boom. Und alle drauf. Wuhu. Okay, das ist der Gegner. Ängstlich? Nein, bin ich nicht mehr. Warum auch? Außer, dass er jetzt ab und an mal hier sich hinstellt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man ihn, ob er noch Schaden machen kann. Ich weiß es nicht. Gut. Also hatten wir aber trotzdem in der versunkenen Burg alles ganz viel Gift und Wasser hatten wir und Feuer und Elektro. Ah, wie ich dieses Elektro-Level gehasst habe. Nichts ist schlimmer. So. Finish ihn, Jungs. Das ist doch nicht mehr viel. Wuhu. Bam. Und das war's. Wuhu. Und ein Lautsprecher. Erarbeitung läuft wie sonderbar. Das Gespenst hat sich vollständig aufgelöst, aber was hier war es? Der Oberflächenobjektscan zeigt die Präsenz einer hellen roten Komponente an. Ja, hellrot, ja. hab ich noch ein paar Pigment verloren? Nein, die stehen bloß da. Okay. Hey, aber 58 ist gar nicht mal so gut. Okay, man kann sicherlich hier mit viel weniger rausgehen. Man braucht am Ende eigentlich nur noch, naja, ich sag mal 5 Pigment circa. Komm, helft noch. Los. Damit es schneller geht. Und das sollte dann hier das letzte Stück sein. Wuhu! Damit Dungeon erledigt. Das hört sich doch gut an. 100. Und Profi-Lärmtüte. Wie beleidigend. Die Farbgebung dieses Objekts ist viel auffälliger als die meiner Außenhülle. Hallo, du bist gold angemalt. Mhm. Ich werde es mit dem Wecker verbinden, auf den unser geschätzter Präsident so stolz ist. Damit wir ja aufstehen, früh aufstehen. Erarbeitung geschlossen. Ich habe beide Objekte zu einem Pflückerfon kombiniert. Ab sofort werden die Pikmin durch einen simplen Pfiff dazu animiert, selbstständig aus der Erde zu springen. Juhu! Nie wieder pflücken! Juhu! Schön. Also ich pfeife jetzt bloß und dann werden die Pikmin so unbedingt animiert sein, dass sie quasi nur noch raus aus der Erde wollen. Haha! Und wir haben ja alles. Juhu! Dann hinaus! Auf und hinaus. Oh, die Pikmin bleiben unten. Wie schade. Oh, Pikmin verloren wird hier viel sein. Hey, aber... Oh, ich wusste gar nicht, dass wir hier so viel mitgenommen haben. Nicht schlecht. Oh, 64 Tote. Oh, das ist traurig. Oh, armes Pikmin. Schauen wir nochmal. Profi-Lärmtüte, Hula-Konfekt. Oh, wie viel Essenszeug. Ich meine, okay, eine Batterie. Die hat uns ja noch gefehlt.
werden von diesen Stempeln, beziehungsweise Flaschenverschlüssen und ja, eine Dose. Naja. Ich speichere mal nicht. Ihr wisst warum. Ah, okay. Ja, genau. Viel auffälliger als die Außenhülle. Sicherer. Sicher. So, aber viel schaffen werden wir jetzt nicht mehr an dem Tag, glaube ich. So, die, die Lilan werde ich mal wieder reinbringen. Hey. Zack. Ich könnte noch versuchen, mit dem Blauen was zu holen, aber... nee. Nee, ich glaube... Da würde ich am ehesten noch Pigment verlieren. Das muss ja nicht sein. Ha, die Sonne geht unter, ja. Von wegen mit dem Blauen was holen. In 10 Sekunden wird das wohl nichts. Ach, vielleicht gibt es hier noch ein paar Gegner, die ich verwursten kann. Oh ja. Ja, ihr. Ha, freiwillige vor. Ich brauche noch ein paar Blau. Fix, fix, fix. Okay, hier hat eins zum Spielen. Hier waren auch noch welche. Naja, vielleicht waren das die. Gut, soll auch reichen. Wirklich die noch schnell und dann. Das ist auch gut so. Dann kann ich jetzt den nächsten Tag dazu verwenden, einfach ein paar Pigment zu züchten und die letzten beiden Teile einzusammeln. Und raus. Na, sehr schöne Sache. Gut. 2, 1. Und das war's. Tag 12 beendet. Und die schöne Musik. da waren noch ein paar Weiße draußen. Komisch. Naja. Was soll's nicht? Und keiner wurde gefressen. Nur zumindest finde ich mir. Gut, aber einmal müssen wir hier leider noch mal hin. Ich weiß nicht, ob es möglich war, das an einem Tag zu schaffen, aber ich denke einfach mal nicht. Ich war doch recht schnell. Tagesbericht. Ziemlich viel bekommen. Ganz cool. Abstraktes Meisterwerk, 100. Offenes Archiv, 130. Ja. Das Geld ist ja eigentlich nicht so wichtig. Ein paar haben wir verloren. Ui, einen gelben. Ein gelber ist weniger geworden. Naja. Und eine Mail. Juhu, mein Taschengeld wurde verdoppelt und alles dank meines Papas. Er ist ja auch ein großer Captain. Aber wann kommt er endlich wieder nach Hause? Ja. Nee, nicht speichern. Fortsetzen. Gut. Tag 13. Oh, gut, dass ich den nicht irgendwie hier machen muss. Im Land der Verheißung. Nein, nein, nein. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in die Piklubidie und in die Schätze dann auch. Ah, neuer Boss. Was ein Gespenst. Verlorene Pikmin 2. Oh je. Olimars Notiz. Wassergespenst. Amphibio Sapiens. Was? Ist mit uns verwandt? Familie unbekannt. Alles, was über diese Kreatur bekannt ist, stammt aus einigen wenigen Beobachtungen unter der Erdoberfläche. Sämtliche Berichte haben dieselbe Kernaussage. Eine riesige, viskose Form, umgeben von einer hellen, trüben Schein, der irgendwie an Kenniszucker erinnert. Eine Theorie besagt, dass es sich um die elektroplasmatische Inkarnation eines psychischen Phänomens handelt. Aber wie üblich, bei solchen Theorien ist ein Beweis nur sehr schwer zu erbringen. Alle Augenzeugen berichten, dass sie beim Anblick dieser Kreatur plötzlich von Furcht überkommen waren und in Panik verfallen sind, die nur einen Schritt vom Wahnsinn entfernt war. Tatsächlich verfügt jeder Bericht über eine Übermenge an äußerst vagen Details, was zu dem Verdacht führt, dass Erschöpfung und Furcht ein simples natürliches Phänomen als lebende Kreatur erscheinen muss. Aber lebend war die schon. Viskos heißt sowas wie, ja, zähflüssig. Pick-Pick-Karotten. Du bist irgendwie ziemlich weit weg. Naja, es tobt sich hier halt aus. So, dann nochmal kurz in die Schätze reingucken. Was ist denn das schon wieder? Das muss doch nicht sein. Irgendwas scheint mit meinem Landschaft nicht richtig zu sein. Du hast die merkwürdige Serie komplettiert. Komische Symbole sind heute groß im Mode. Und schon wieder geht's runter.
Ah, okay, der will mir was zeigen. Ich dachte schon, du hast die Forscherserie komplettiert. Jedermann hat Freunde, Raumschiffe nicht. So. Okay, ich darf wieder selber auch. Ich habe gedacht, dass irgendwas kaputt ist. So, ich brauche noch Früchte. Und hier noch irgendwelche ganz tollen Schlüssel, wahrscheinlich. Beziehungsweise irgendwas ganz Wichtiges. Sonst wird es ja nicht... 197, 198, 199, 200 und 201 sein. Ja, hier Früchte und allerlei. Kekse, fehlen mir noch zwei Stück. Hier so eine... Sollen das Muscheln sein oder... Vielleicht Fossilien. Alles in allem viel Müll dabei. Muss man sagen. Naja. Gut. Okay, das war dann der Tag für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Tag bei Pikmin. Bis dahin. Ciao, ciao. Hallo Leute, willkommen zu Tag 13. Tag 13. Nur noch zwei Stückchen zu finden. Hier. In der mythischen Quelle. Und das heißt ja eigentlich fast, das könnte das letzte Mal sein, dass wir hier sind. Gut, wir haben zwei Aufträge, zwei Missionen zu bestreiten. Einmal die Mission der blauen Soldaten, die auch fröhlich und freundlich hier rausgesportet kommen. Und einmal machen wir was mit den gelben. Deswegen lasse ich Chefe mal hier stehen. Warum auch immer. Ich glaube, 25 reichen nicht, um das andere Teil zu holen, aber was soll's. Ich nehme jetzt einfach mal die volle Ration blauer mit. Warum? Ja, warum nicht? Das ist eigentlich ziemlich Banane. Ich denke mal, the more the merrier, also je mehr, desto besser. Quasi zwei übersetzt. So, den Frosch. Mache ich den Frosch? Ja, ich mache den Frosch, denn ich muss da so oder so wieder zurück. Also, machen wir den Frosch. Ich weiß zwar nicht, wie der Tanz geht, aber wird bestimmt lustig. Okay, na, Froschi. Froschi. Nicht so. Hastig. Zack. Und Frosch besiegt. So. Nehmen wir gleich mit. Obwohl. Lass das erstmal liegen, das könnte ich immer noch mitnehmen. Wir müssen zuallererst mal... Krebse besiegen. Krebse. Haben wir alle dabei? Ja, alles dabei. Falsche Taste. Ah, das ist immer doof, wenn man ein Spiel spielt. Und dann was ganz anderes. Na komm. Ach komm. Komm raus. Nein, hat ein. No. Verdammt. Nochmal. Komm raus. Ja, diesmal nicht. Und da kriegt er wieder zurück, oder? Versucht zumindest. Zack, zack, zack. Haha. So funktioniert das. Und du? Und wieder raus und... Schon kriegt er wieder den Hintern versohlt. Das sieht doch so ein bisschen so aus. Zack. Und wieder weg. Gut. Den können wir nämlich überhaupt nicht gebrauchen. Beziehungsweise die beide. Oh, und dich können wir erst recht nicht gebrauchen. Du musst auch drauf gehen. Es tut mir leid. Eigentlich nicht. Aber ich sag's ihm. Damit er nicht so leidet. Oh, armes Viech. Okay. Wir haben ganz viele... Schon wieder die falsche Taste. bei dem anderen Spiel war C die Taste, die ich drücken musste, um... kann ich hier hoch? Nein. Um die Kamera an sich zu wechseln. Und das, ja. Habt ihr gerade gemerkt, funktioniert ja auch super. Weil Pikmin ja auch so dafür gedacht ist. Jetzt fallen mir wieder die ganzen Pikmin an den Seiten runter. Ich brauch doch noch welche oben. Zack. So. Nein! Bleib. So, ob ich das mal schaffen kann. Nein, ich versuch's mal anders. Ich mach's mal ganz anders. Ich denke, so geht das nicht. Wir bringen erstmal ein paar Freunde hier hoch, wollte ich sagen. Aber irgendwie kann Uli mal nicht mehr werfen. Ich meine, er macht den ganzen Tag nichts anderes, aber er kann irgendwann... Irgendwann hat er keine Lust mehr. Zack, wieder zurück.
blöden Kanten aber auch. So. Ich hoffe, dass die restlichen auch ausreichen, um mich da hochzubringen. Wenn ihr seht, ich kann wirklich nur so hier hoch. Das ist so quasi wie eine Treppe. Das hier geht am weitesten nach unten, dann... Ja, so, schön alle draufstellen. Na, von hier aus kann ich mal wieder nicht werfen. Und drüber. Und hier einen drauf. Zack. Und jetzt versuche ich mal... hä? Na, schnell rüber. Gut, hat funktioniert. Und jetzt haben wir... Nein, wieder C gedrückt. Falsche Taste. Ah, ich muss mir echt merken. Jetzt da ein paar Pikmin hin. Super! Hat ja prima geklappt. Ja, ich bin oben. Aber hier haben ein paar nichts verloren. Komm ich hoch? Nee, komm ich nicht hoch. Naja, werfen wir hier noch ein paar drauf. So, und jetzt noch auf den letzten. Juhu! Ich bin oben. Und mit wie vielen? Mit 38, das sollte reichen. 38, ja, das reicht locker. Obwohl ich doch gar nicht mit 38 hier oben war, naja. Hier unten folgen mir noch ein paar getreue Mannen. Wie immer in den Tod. Oder into death and beyond. Also in Tod und viel weiter. Okay, Die gehen da lang. Okay, das ist schneller. Wo wird hier lang, Jungs? Nein, das war wieder die falsche Taste. Ah! Ja. Okay, wird rechts lang. Das ist... Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich glaube einfach mal nicht. Habe ich irgendwen zurückgelassen? Ja, sieht so aus. Moment. Ein einzelnes. Kleines. Verwirrtes. Pikmin. So, jetzt gucken wir mal, ob das so schlau ist. Denn hier könnten da noch bosartige... Ja, bosartig. Klar, wir haben bosartige Gegner. Super Sache, das. Oh ja, ja, hier sind... Ja. Nein! Nicht wieder alle Pikmin in den Boden stopfen. Das ist nicht gut. Oh, 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 Feuer. Feuer. Feuer ganz schlecht. Feuer gar nicht gut. Nein, nicht. Gut. Ist der erledigt? Na, dann könnt ihr hier mal ein bisschen... Warum nehme ich eigentlich keine blauen, um da hochzukommen? Brauche ich wirklich gelbe? Nein! Nein, dich brauche ich nicht. Ja, er ist unten. Überwältigt ihn. Knebelt ihn. Handschellen, was auch immer. Ja, das war selbst gleich gewesen. Haha. Und das war's. Und noch mehr blau. Blau kann man anscheinend nicht genug haben. Gut. Ja, Moment. Ich habe hier noch welche, mit denen ich arbeiten kann. Die sollen mal hier ruhig frei machen, ob ich es brauche oder nicht. Wer weiß. Zack. Und alle ausgegangen. Schön, schön. Gut, hier sind keine mehr drin. Ist auch logisch irgendwie. Gut. Dann... Nein. Hier werden... Nein. Pikmin sterben. Pikmin sterben. Das darf nicht passieren. Pikmin und sterben, das darf nicht in einem Satz verwendet werden. Das sind unzulässige Begriffe. Okay. Nur schnell raus. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr von euch. Ich brauche wirklich gerade ein paar mehr. Naja, wir haben ja gleich was. So, wenn die jetzt fertig sind. Ich denke mal, so knapp 30 sollten ausreichen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr brauche. Ich glaube mal nicht. Na, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr. Okay. Ja, ihr könnt da schön weiterbringen. Und wir gehen jetzt mit Hefe den... das letzte Stück holen. Und Olimar. Gut. So. Es wäre vielleicht sinnvoll, die Pikmin hochzuwerfen. Hey, nicht unterbrechen. Grrr. So. Eine Mutter. Für 100. Ich wähle Muttern für 100. Massagegürtel. Oh, oh, da könnte man aber ein ganz böses Erwachen danach haben, wenn man damit sich massiert.
So, schön hochwerfen. Und fertig. Gut. So. Eine mitkommen. Keine runterfallen nach Möglichkeit. Ja gut, es sind schon ein paar runtergefallen, aber es sind blaue Kickpin. Das heißt, wenn da unten Wasser ist, ist das total egal. Ich hab doch blau, ich hab doch gelbe gebraucht, oder? Die kommen noch niemals da hoch. Nein! Abbruch, Abbruch, Leute, Abbruch. Ich hab gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, die blauen, die jetzt da sind, die interessieren mich mal kurz nicht. Die kann ich später auf dem Rückweg noch abholen. Hier ist noch einer, ganz verwahrlost. Nein, ich brauche gelbe. Das war so schnell, ich kann welche holen kann, ne? Und hinein. Juhu. Ganz schön viele. Na, ich muss warten. Nein, ich warte das ungern. Nein, jetzt aber. Na, 50 treue Mannen. Schnell! Schnell! Ich brauch doch nur einen Tag mehr. Nein! Das wäre schade, aber gut. Wenn man was verhaut. Ich werf die hier wirklich lieber hoch, ansonsten landet die Hälfte woanders. Und wenn mir jetzt ein paar draufgehen, naja, meine Güte. Ja, gute Güte. So, schnell rüber. So, alle sind da. Jetzt aber. Es funktioniert. Es könnte noch klappen. Okay, reicht. Reicht, reicht, reicht. Ja, ein paar wollen noch gar nicht mehr. Wow, 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 Wasser? Hä, da ist irgendjemand runtergefallen und ich glaube, es ist der Chef. Also, mein Chef! Oh, den stört das auch. Ganz und gar nicht. Aber das ist ja auch sinnvoll. Der Chef lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Gut. Dann nehmen wir noch dich. Gut, dann habe ich 30 Pikmin. 30 Pikmin sollten noch reichen, um hier mit dem hier ein klar Schiff zu machen. Wenn ich mal treffen würde. Na, ja, getroffen. Denn der hat doch eigentlich immer ziemlich viel gegeben. Irgendwie wird der roter. Vielleicht darf ich ihn nicht so lange reizen, bis er sticht. Ah, das war auch einer der coolsten Bosse. Also, der in groß. Ein bisschen komisch, aber irgendwo ganz cool. Na? Nicht ewig Zeit. Super! Es hat gereicht. Flasig. Big Taste, Big Crunch. Was soll das sein? Ein Keks? Gurkentor. Ah, eine Gurken... ja, Flaschen... Wie heißt das? Na, da wo man Gurken reinmacht. Meine Güte, der Name ist mir entfallen. Und davon der Deckel. So, gut. Tragt es nach Hause. Und die gelben kriegen noch ein bisschen. Nein, eigentlich sollen die blauen das zu Hause tragen. Okay. Nach Hause geschoben werden ist auch cool. So. Und jetzt die restlichen gelben. Nee, wird nichts. Egal. Ist ja nicht so wild. Süchtig halt gerade ein paar gelbe. Okay, alle raus. Na, oh, die Sonne geht unter. Naja, diesmal schaffe ich es aber auf jeden Fall noch, dass alles reinkommt. Komisch, letztes Mal war, glaube ich, noch ein zweiter von diesen Zehner-Knospen da. Naja, so ist. Tag 13 war doch erfolgreich. Wenn auch etwas hektischer, als ich es vermutet habe. So. Ui!
kommt aber viel. Na, was meint ihr, ob 7 Sekunden reichen, dass sie noch in Knospenstatus übergehen? Ich glaube mal nicht. Habe ich irgendwen vergessen? Nein. Hier auch nicht, das ist gut. Hier auch kein... Gut, perfekt. Ich ziehe sie mal bei 0 raus. Na ja, 2. 1. Na gut, es klappt nicht. Gut. Ente. Da. Ich mag die Musik. Okay. So, jetzt haben wir alle regulären Gebiete komplett leergeräumt. Das ist doch mal was. Warum der Frosch nicht verbrennt? Keine Ahnung. Ist halt ein feuerresistenter Frosch, ne? So. Massagegürtel und Gockentor. 200. Und, ja, ein bisschen plus gemacht. Schön, schön. Und keiner gestorben? Doch, 6 Stück im Kampf. Naja. Geht ja noch. 428. Elektrizität plus 7. Hätte ich nicht resettet, wären da bestimmt 60 oder was auch immer. Ja, Explosion 92. Ja. Grausame, grausame Explosion. Naja. Gut. Also, diesen Tag abgeschlossen. Und eine Mail. Spam. Ich bin so einsam. Ich möchte mich mit jemandem wie dir treffen. Kontaktiere mich unter http://pikmin2.nintendo.de. Und wir speichern. Gut. Interessante Spam-Mails. So. Das heißt, am nächsten Tag sind wir im Land der Verheißungen. Allerdings wurde mir, ja, es wurde mir wieder mal was gespoilert und das finde ich doof, aber was soll's. Ich reagiere einfach mal drauf. Beim Land der Verheißungen soll es einen Gegenstand geben, die nur 100 lila Pikmin schaffen und einen, die noch nur 100 weiße Pikmin schaffen. Ich überprüfe das mal ganz kurz. Also ich gehe offscreen mal hin, ich gucke mir nicht die ganze Welt an, sondern ich schaue nur mal schnell, ob ich die finde. Und sollte es solche Gegenstände geben, schaue ich mal nach, ob es Sinn macht, hier überhaupt weiterzumachen oder ob ich einfach mal ins friedvolle Tal zurückgehe und da so viel wie möglich weiße und lilane Pikmin quasi farmen werde, also züchten werde. Das mache ich mal kurz zwischendurch noch. Also, wenn ihr seht, Tag 14, dann habe ich nichts gemacht. Seht ihr da unten Tag 15 oder vielleicht sogar Tag 16, je nachdem wie viel Zeit ich dafür brauche. Dann habe ich ein paar Pikmin hochgezüchtet. Gut, schauen wir noch schnell die Schätze zum Ende an, die wir jetzt haben. Ja, du hast die Industrieserie komplettiert. Schweres Werkzeug für harte Arbeit. Schön. Also ganz viele Schrauben und Muttern und ganz viel Paketband da unten und oben noch ein paar Zahnräder. Schick. Und na, ich habe da noch einen Gegenstand gefunden. Was war denn das? Das war dieser Dosendeckel. Ist der irgendwie unter Müll gekennzeichnet? Das ist ja alles irgendwie, naja, zumindest vieles Müll. Hier sind die Süßigkeiten, da fehlen auf jeden Fall noch 2 Stück. Hm. Den Deckel jetzt gerade nicht. Ah, hier neu. Ja, Deckel halt. Hm. Gibt's auch ziemlich viele. Fehlen auch noch 2 Stück. Ja, aber das hier muss doch richtig wertvoll sein. Hier die ganzen Vorratsbehälter. Tank des Überflusses. Nährstoff-Silo, offenes Archiv. Hä? Hier sind da 2 offenes Archiv? Offene Architektur, natürlich. Das ist ganz anders. Und mir fehlt noch eine Batterie. Die AA haben wir. Dann das Ding. Dann Tapferkeitsreaktor, der war anscheinend schon ziemlich am Anfang und da fehlt noch einer. Oh, hier fehlt noch viel. Also, es gibt anscheinend noch ziemlich viel zu holen. Aber das ist ja nicht so schlecht. Gut. Das war's dann für Tag 13. Nächstes Mal sehen wir uns mit Tag, ja,
14, 15 oder 16. Mal schauen. Bis dahin. Ciao, ciao.